Moin moin meine Chibis, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Metroid Dread. Wir waren hier stehen geblieben, haben im letzten Part eigentlich mal den Boss besiegt gehabt, haben jetzt den Phantom Monkey, glaube ich, bekommen. Und jetzt ist weiter. Ich will mich nochmal entschuldigen dafür, dass ich leider im letzten Part, der Part zu kurz war. Muss man erstmal wieder reinfinden. So, haha. Aber dieser Part wird wieder schön knackig lang. Auch wenn wir da wieder vergessen haben, Timer zu stehen. Ach, bin momentan aber auch senil. Okay, mal schon. War hier denn nicht irgendwo noch eine Dings? Warum ist denn hier auf einmal dicht? Ich dachte eigentlich, ich hätte das aktiviert. So. Ah. Wieso kann ich nicht beide einfach wischen? Okay, einmal festhalten. Das. Ist es ein Deko oder ist es dahin eine Schatztruhe? Wie ich die besiegen soll, keine Ahnung. Oh. Na toll, der erste Energietank ist schon weg. Oh. Ey, die Gegner. Gut, kriegen wir also doch irgendwie noch kaputt. So, tschüss, Mann! Und der auch noch weg hier. Hoffe ich jetzt immer noch nicht ganz heraus habe, wie habe ich den gerade getötet. Wie habe ich den hier gerade getötet gekriegt? Oder muss ich vielleicht seine. Moment, ich bin mal. Okay, ich muss mit dem Missile muss ich seinen. Ich sag jetzt mal seinen Stampfer treffen. Hau mal ab hier. Na komm. Ah, Mist, knapp daneben. So, was ist das jetzt? Ist es gewollt? Ist anscheinend wirklich nur Hintergrund. Die mal vorwegschießen. Wer weiß, was da kommt. Ah, da geht's lang. Aber ich würde gerne hier oben erstmal gucken. Heuiui. Na? Na. Samus. Ich glaube, ich merke erst jetzt gerade, dass ich viel zu wenig, sag ich mal, meinen Laserpointer nutze, ne? Kann das sein? Ich glaube ja. Ah, ich hoffe, ich muss hier auch lang. Hier sieht alles zerstört aus. Oh. Alter, was? Für ein Nervgegner. Boah, ich weiß nicht, die erinnern mich so ein bisschen aus den Schnecken aus Twilight Princess. Oh oh. Hier ist eine EMI-Zone. Ja, das gefällt mir gar nicht. Ah, extremer Hitze. Würde mich sogar nicht wundern, wenn das sogar der Raum ist, den ich am Anfang gerade ignoriert habe. So. Mal schauen, was für ein EMI erwartet mich denn heute hier? Der hat eine andere Farbe. Gut geschaltet, Samus.
Ja, Samus ist schon Profi. Okay, ich merke schon. Ist der Phantomor aktiviert, können EMI Samus wieder sehen noch ausbringen machen. Vorsicht. Kollidierst du mit einem, wird der dich denn noch ergreifen. Er kommt wieder. Ja, und da ist es schon passiert. Ich habe nicht damit gerechnet gehabt, dass er nach oben geht. Ich dachte, er bleibt unten. So viel dazu. Ich dachte, er geht eben schnell nach geht unten entlang und lässt mich da Ruhe. So. Jetzt aber schnell abhauen. Irgendwie macht der Ort hier so ein bisschen das verdächtig. So, hier ist sie durchgekrochen. Ach. Wie ich es aber nicht hinkriege, das mit den Ausweichen. Ey, es gibt bestimmt Leute, die kriegen es hin. Ich schaff's, aber weiß Gott nicht. Ach. Aber wo muss ich denn da lang? Ich habe gerade keinen Weg gefunden. So. Also nochmal von vorne. Hier erstmal durch. Der MI kommt ja irgendwo von da oben. Ich glaube, der ist jetzt nach unten. Na, scheiße. Ach. Scheiße, ich komm. Lass mich bloß hier rein, ey. Scheiße. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Muss ich denn lang? Oh, Samus! Tür, geh auf! Scheiße. Oh. Ey, was braucht die verdammte Tür, um so lange aufzugehen? Ich muss mir den mit Phantomumhang nutzen. Der ist zwar cool, aber nicht dino-tauglich. Nochmal. Ich weiß, dass ich ihn nutzen kann. Ich weiß auch, wofür der ist. Wie komme ich denn nicht durch? Das ist so als Rückweg gedacht. Lade dich mal ein bisschen schneller auf, bitte. Ach, er ist oben lang gegangen. So. Ach, jetzt verstehe ich. Okay, das sind Schleusen. Ein bisschen verdächtig aus, aber ist anscheinend wirklich nix. So, dann will ich wieder zurückkommen. Ich mache mir jetzt gerade ein bisschen Sorgen, weil es so ruhig ist und ich ihn nicht höre. Okay. Der kommt gerade raus.
Mist. Das muss ich mir aber... Oder nicht? Ich dachte, da geht ja gerade komplett aus der Tour raus. Ja, da bewacht er was. Irgendwas bewacht er. So, hier oben bin ich, glaube ich, sicher. Oder auch nicht. Täuscht das aus, das Ding schneller als seine anderen Artgenossen? So, jetzt muss ich mich aber beeilen. Jetzt muss ich richtig schnell nach oben. Scheiße, der ist hier wieder irgendwo. Gut, ich komme hier anscheinend nicht weiter. Also raus hier. Ach, das ist... Ist das eine Lavakammer? Dann weiß ich, glaube ich, wo ich zurück muss. Hitzenergie wurde umgeleitet. Geil. Und tschüss, Mann. Oh, hier wäre eine Checkpoint-Station. Hm, gefällt mir gut, aber ich glaube, ich mache noch ein bisschen weiter. Oh, was sind das denn für welche? Erinnere mich an das Pokémon aus Schwert und Schild. Galion? Gillion, oder wie er heißen tut? So, tschüss, Mann. Nope. Huch, ich hab da was freigesprengt. Boah, Alter, diese Schnecken, ey. Ach, guck mal, ich kann es komplett freischießen. Schon wieder extreme Hitze. Wie ist das aber mein Tor von Mainz? Wie komme ich denn jetzt wieder runter? Interessant, dass ich auch nach unten schießen kann. Sag nicht, ich muss wirklich da durch. Kann auch sein, dass ich komplett falsch bin. Und ich jetzt eigentlich wieder zurück zur Wärmekammer muss. Wo war die denn nochmal? Da runter, da runter. Da rechts. Da war ich doch schon. Thermofalltür. Hier habe ich irgendwo ein Item übersehen. Chargepumpschleuse. Hier war ich noch nicht. Das ist wahrscheinlich der Eingang zur richtig zum Wärmekammer. Hier bin ich oben lang gegangen. Dann könnte ich jetzt hier nochmal gucken. Sonst wüsste ich jetzt gerade. Oder da lang. Gut, ich schaue nochmal nach. So, entweder komme ich jetzt hier runter. Gut, komme ich nicht. Schau nochmal nach. Ah, Mann. So, jetzt nehme ich aber nur die Beine in der Hand. Ah, hier will ich weiterkommen. Ich gehe nochmal zurück. Ach, come on. Hier ist mal eine Explosion. Also ein Ort, wo ich was in die Luft jagen kann. Da war die Wärmekammer. Ich sag jetzt einfach mal Wärmekammer, weil ich da nicht durchkomme. Wegen der Extremhitze. Und hier komme ich auch gar nicht durch. Ah, ich komme sogar gar nicht zurück. Was ist das? Ich komme sogar gar nicht zurück. Mist.
Muss ja mal immer gucken, dass ich einen Umweg latschen kann. Da muss ich doch leer zurück. Ach, lass mich in Ruhe. So, wo war ich gerade noch? Irgendwo hat sich hier auch was gerade geöffnet. Hier war es, glaube ich. Nee, war es nicht. Moment. Wo war denn das? Ich bin doch hier gerade irgendwo langschlawenzelt. Wo sich was geöffnet hat. Wann? Das. Natürlich geht der. Hier könnte es gewesen sein. Oh, dann nehmen wir halt hier entlang. Meine Güte. Zwei Wege. Ach, ich auch immer die Räume nehmen mit extremer Hitze. Ja. Come on, ernsthaft? Okay. Die haben keinen Saft. Ah. Ah, shit. Extreme Wärme. Sieht doch gut aus, da aktiviert sich was. Ah, nee, komm ich nicht weiter. Ich habe gehofft gehabt, wenn ich mal ein bisschen mich da umgucke, vielleicht lohnt es sich, aber ich denke mal lieber nicht. Blödes Kackvieh. Boah, gib mir meine Energie zurück. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, welcher Weg richtig ist. Aber der hier sieht komplizierter aus. Dann nehme ich mal ihn. Ich hoffe, es lohnt sich für einen Bonus. Na, das blöde Vieh da oben ist im Weg. Ob ich da nicht durchkomme. Ach, cool. Ich kann sogar mich einfach auf die andere Seite rüberhangeln. Das wusste ich gar nicht. Zack, zack. Ah, okay, das ist nur ein Rückweg. Oder? Ich glaube ja.
jetzt wurden nochmal die Hitzenergie umgeleitet. Wo geht die denn überall hin? Fragen über Fragen. Ach ja. Nervt nicht. Ich glaube, ich mache mal erstmal Richtung Checkpoint. Nicht dein Ernst. Boah. Ging der mir auf Mütze. Ach, guck mal, ich kann sogar mit nach unten gehen. Das mache ich nochmal. Den Checkpoint erreichen wir noch zumindest diesen Part. Ups. Mal kurz auffrischen. Nice. Gut. Aber ich glaube, meine Lieben, hier ist erstmal Schluss für heute. Haben heute, glaube ich, gut was erreicht. Ich muss mal kurz gucken, wo geht's denn als nächstes weiter? Wir haben ja die Wärmeenergie jetzt zugeführt. Kann ich hier auf der Karte irgendwas entdecken? Offen. Ah, nee, doch. Offen, okay. Ich weiß, wo es lang geht. Ich würde sogar mal vorschlagen, da wippen wir uns den nächsten Part hin. Obwohl, eigentlich ist es nicht so weit her. Sonst hätte ich gesagt, ich laufe schon mal vor. Aber ich glaube, da schaffen wir es auch so hin. Meine Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Ein Däumchen mit Träumchen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.